präsentieren zu dürfen. Ich habe gedacht, ich erzähle heute ein bisschen was über strategische Kommunikation und bringe euch ein paar Erfahrungen aus meinem Berufsalltag, / Studienalltag auch noch mit. Jetzt muss man natürlich noch weiter. Okay. Tut nicht. Möchte nicht. Computer says no. Also ich habe jetzt, okay, gut, jetzt, genau. Strategisch macht es natürlich Sinn, wenn man sich erstmal vorstellt, bevor man anfängt, irgendwas zu erzählen. Also mein Name ist Saskia Höfer. Ich war, bevor ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, war ich Journalistin in Deutschland, unter anderem gearbeitet für Online-Medien, die Lokaljournalismus gemacht haben, war aber auch zu Studienzeiten tätig für das ZDF und für Dreisat. Habe viel gebloggt, habe viel debattiert, was genau das ist, werde ich später noch erzählen und bin dann im Jahr 2016 nach Wien gekommen und habe mich dann im selben Jahr auch selbstständig gemacht. Ich bin seitdem Beraterin für strategische Kommunikation und Debattiertrainerin. Genau. Und weil es natürlich auch immer gut ist, so ein paar Referenzen mitzubringen, habe ich mal aufgeschrieben, eine kleine Sammlung, was meine Kunden so über mich erzählt haben. Ich finde, dass das doch alles sehr nette Dinge sind und besonders das Letzte, das war ein Unternehmen, für die ich jetzt ein Blogkonzept aufgesetzt habe, für deren Kunden. Da hieß es dann, geniale Themen für unseren Contentplan. Kannst du uns zeigen, wie du das machst? Kann ich. Strategische Kommunikation. Was genau macht man jetzt eigentlich, wenn man sagt, man kommuniziert strategisch? Das ist immer erstmal so ein bisschen, klingt irgendwie nicht schön, klingt so manipulativ. Schauen wir uns das mal genauer an. Es hat relativ viel zu tun mit öffentlicher Meinung. Da gibt es Definitionen dafür. Beispielsweise ist ein neuzeitliches Strukturkonzept, besser gesagt eine Struktur von Kommunikation, die nicht unbedingt darauf abzielt, was ist jetzt eigentlich die ultimative Wahrheit, sondern was ist das, was wir als Wahrheit annehmen oder wahrnehmen. Es wird da ganz viel mit Unterstellungen argumentiert. Beispielsweise, was ist meine eigene Vermutung, was ist meine eigene Meinung. Letzten Endes ist es aber ein Kommunikationsprozess zur Auswahl von anerkannten Wahrheiten, also von angesehenen Sachverhalten, die man als relevant erachtet oder auch von Problemen, die man als relevant erachtet. Die werden unter anderem etabliert durch Medien, Medienkonsum, aber auch durch Politik. In der Öffentlichkeit präsentierte Meinungen werden halt eben für relevant anerkannt und durch die Mehrheit akzeptiert. Dadurch ergibt sich auch irgendwo ein gewisser Einfluss auf Politik und politische Meinung, politische Wirkung. Dieses Prinzip gab es schon in der Antike. Und da hat Epiktet gesagt, nicht Tatsachen, sondern Meinungen über Tatsachen bestimmen unser Zusammensein. Und das ist ganz ein wichtiger Unterschied. Die Funktion der öffentlichen Meinung liegt nämlich nicht in der Feststellung der Wahrheit, sondern in dem, was wir als Wahrheit anerkennen, was die Erzeugung eines Konsens, einer Konsensleistung ist. Selbst wenn wir eigentlich gar keinen Konsens haben, weil uns dafür die Beweislage fehlt. Aber wichtig ist, dass wir erkennen, okay, wann haben wir möglicherweise einen Konsens über Meinungen, nicht über Argumente. Und genau diese Leistung ist es, die wir in der öffentlichen Meinung oder in der Öffentlichkeit, beispielsweise in der Politik nutzen, aber die wir auch in der Public Relations nutzen, die es unglaublich unentbehrlich macht. Da genau setzt strategische Kommunikation an. Das heißt, es ist, und dazu gibt es eine schöne Definition aus dem PR-Wörterbuch, es ist die bewusste, geplante, interessensgeleitete Kommunikation, um das Ziel eines Unternehmens durchzusetzen. Jetzt könnte man fragen, was ist ein Unternehmensziel? Möchte ich bekannter werden? Möchte ich mich besonders positiv darstellen? Möchte ich wachsen? Im Zweifel ist es natürlich immer irgendwo eine Positivdarstellung, ganz klar. Aber wichtig dafür ist, alle bekannten Maßnahmen, die mir einfallen, alles, was irgendwie vorteilhaft ist für meine Unternehmenskommunikation, kann ich damit anwenden. Und das ist Strategie, strategische Kommunikation. Dazu braucht man Argumente und ganz viele Argumentationstypen. Ich habe mal ein paar mitgebracht. Unter anderem gibt es da Scheinkausalität, Autoritätsargumente. Autorität sieht man ganz oft, beispielsweise, wenn sich Leute auf Studien berufen, die sie durchgeführt haben. Oder sagen, wenn wir über soziale Medien sprechen, beispielsweise, ja, Mark Zuckerberg hat gesagt, wer jetzt die Woche die Nachrichten verfolgt hat, hat wahrscheinlich irgendwann mal seinen Newsfeed gesehen mit, Stephen Hawking hat gesagt, etc. Das sind Autoritätsargumente. Man bezieht sich auf eine andere Autoritätsperson. Genau dasselbe gibt es Folgenargumente. Ich habe eine Prämisse A, daraus folgt eine Prämisse B. Ich habe Scheinargumente, Mitleidsargumente. Beispielsweise sieht man das ganz oft irgendwie im Bekanntenkreis. Ja, aber
ihr ging es da jetzt nicht so gut oder ihm ging es da jetzt nicht so gut und genau deswegen konnte ja. Das sind beispielsweise eher Argumente, die auf Mitleid abzielen. Da gibt es ganz viele und da gibt es bestimmte Strategien, wie man sie anwenden kann. Aber fangen wir mal bei A an. Was sind denn Argumente eigentlich? Hat jemand eine Idee, was ein Argument sein könnte? Das ist interaktiv, ihr könnt euch ruhig melden, wenn ihr... Okay, kein Problem. Ja, ist kein Ding. Wenn ich an Argumentation denke, denke ich im Prinzip immer, Argumente sind sexy. Jetzt kann sich der ein oder andere natürlich fragen, hä, warum redet ihr heute Abend irgendwie, warum ist das Wort sexy so oft im Raum? Ehrlich gesagt, habe ich mich da auch ein bisschen gewundert, aber es ist tatsächlich so, dass ich es ein bisschen anders schreibe. Argumente gliedern sich bei mir auf in state your point, beziehungsweise state your argument, explain your point and illustrate with rhetorics. Also im Prinzip genau das, was wir mal im Studium gelernt haben. Du hast deine These, eine Behauptung, du möchtest sie irgendwie erklären und dann schiebst du noch ein Beispiel hinterher und verwendest Rhetorik dabei. Ich werde oft gefragt, wo ist denn da eigentlich jetzt der Unterschied zwischen X und I? Also was genau ist explain und was genau ist illustrate? Kann ich nicht mit einem Beispiel irgendwas erklären? Nee, kann ich nicht. Erklärungen brauchen in irgendeiner Form einen Mechanismus. Was ist ein Mechanismus? Ich habe einen Zustand A und ich will irgendwie zu einem Zustand B kommen. Und dazwischen ist der Mechanismus, das ist so ein bisschen meine Blackbox. Jemand, der sich mit Grafik beispielsweise auskennt, häufig mal Logos designt, der kennt es vielleicht, der sagt zum Kunden, ja, grün ist eine schöne Farbe, weil Menschen mögen das. Jemand, der mir jetzt zustimmt und findet auch grün ist eine schöne Farbe, wird dann sagen, ja, erkenne ich an als wahr. Aber jemand, der denkt, irgendwie orange gefällt mir besser, der wird sich fragen, wie kommt das zustande, verstehe es nicht, erklär mir. Und dann kannst du sagen, naja, grün ist eine schöne Farbe, weil Menschen assoziieren sie mit weiten Wiesen, mit Wäldern. Das sorgt dafür, dass sie sich wohler fühlen, dass sie ruhiger werden. Das führt zu einem beruhigenden Gefühl. Und das macht sie letztendlich glücklicher. Damit habe ich noch nichts illustriert, aber trotzdem ein Gefühl in den Köpfen der Menschen erzeugt. Eins drauf setze ich dann noch, wenn ich Illustrate benutze und sage, wann warten ihr das letzte Mal barfuß auf einer Wiese? Und jeder denkt vermutlich gerade an einen ganz bestimmten Punkt in seinem Leben, als er barfuß auf einer Wiese gestanden hat. Vermutlich war es nicht innerhalb der letzten Monate, aber definitiv gab es wahrscheinlich irgendwann mal in eurem Leben einen Moment, wo ihr euch daran erinnern könnt, dass das passiert ist. Das heißt, der Mechanismus erklärt das Wie, die Rhetorik kommt über das Beispiel. Jetzt kann ich natürlich mit einem Kunden, der grün als Logo möchte und Bäume verkauft oder Bäume pflegt und kontrolliert, koordiniert, ewig lang argumentieren über Kunstrasen und irgendwann sagt der Saskia, das ist ja alles ganz nett, aber das hat irgendwie so gar nichts mit mir zu tun. Das heißt, was lernen wir daraus? Ich brauche Relevanz. Mein Argument muss zugeschnitten sein auf meine Zielgruppe. Genauso wie meine ganze Kommunikationslinie, wenn ich Unternehmenskommunikation betreibe. Kommunikation ist nämlich nicht das, was ich sende, Kommunikation ist das, was ankommt. Und dafür bin ich als Sender verantwortlich. Wie erreiche ich jetzt diese Relevanz? Habe ich mir mal drei Schritte überlegt. Exerzieren wir an einem Beispiel durch. Facebook sollte Hasskommentare verbieten. Machen wir mal eine Analyse der Situation. Was haben wir da alles? Wir haben Betroffenengruppen, wir haben einen Impact und wir haben Prinzipien. Bisher ist noch alles völlig wertfrei. Betroffenengruppen könnten sein Facebook-User, welche, die das lesen, welche, die das senden, Facebook selbst als Unternehmen, Minderheiten, viele, viele mehr. Auf wen hat das jetzt Ganze einen Einfluss? Auf wen hat das Ganze jetzt einen Einfluss? Auf die Gesellschaft, auf die Politik, auf die Wirtschaft, vielleicht Facebook selbst als Unternehmen, auf die soziale Networking-Community etc. Es gibt ganz, ganz viele Leute, auf die das einen Impact hat. Welche Prinzipien liegen der ganzen Frage zugrunde? Meinungsfreiheit, Minderheitenschutz, Symbolwirkung, die Frage, wie wir miteinander umgehen innerhalb unserer Gesellschaft. Erst dann kommt die Wertung. Und mit der Wertung kommt die Rhetorik und mit der Wertung kommt das Storytelling. In dem Moment, wo ich mit einer solchen Frage konfrontiert werde, konfrontiert mich ja auch jemand damit. Und der hat in der Regel eine Meinung. Entweder ist er dafür oder dagegen. Und dementsprechend muss ich mich anpassen. Entweder bin ich auch dafür oder ich bin dagegen. Aber je nachdem, welche Position ich beziehe, ändert sich meine Wortwahl. Meine ganze Strategie ändert sich danach oder ist darauf abgestimmt. Sie ändert sich, sie ist darauf abgestimmt. Es
kommt darauf an, wie ich spreche, also das bestimmt, wie ich spreche, welche Worte ich wähle, welche Analogien mir dazu einfallen. Und dann kommt die Strategie. Jetzt sag, okay, ich bin hier an dieser Position, wo das X steht, und man sieht es, glaube ich, nicht ganz so genau, da sind zwei Gegenpositionen eingezeichnet, aber wir stellen sie uns jetzt einfach mal vor. Je nachdem, wann jemand auf mich zukommt und sagt, naja, Facebook sollte schon irgendwie Hasskommentare verbieten oder sollte sie nicht verbieten, weil es ist ein freies Unternehmen, etc., muss ich mich darauf einstellen, in was für einer Situation befinde ich mich? Möchte ich jemandem zustimmen oder werde ich für irgendwas angegriffen? Und dann brauche ich eine Gegenstrategie. Wie ich darauf komme, überleg dir, was der andere sagen könnte. Da spielt Empathie eine ganz große Rolle. Kann ich mich in den anderen hineinversetzen? Weiß ich, von welcher Position der kommt, wie der gegen mich argumentieren wird? Und so kann ich dafür sorgen, dass ich dem mit meiner Wortwahl oder meiner Strategie den Wind aus den Segeln nehme. Das ist jetzt sehr auf einer Mikroebene und wahrscheinlich ein Gespräch, das man bei einem Networking-Event oder ähnliches führen würde. Was hat das Ganze jetzt mit Unternehmenskommunikation zu tun? Im Prinzip ist es genau derselbe Mechanismus. Ich muss mich, wenn ich beispielsweise Unternehmenskommunikation betreibe, auch fragen, was könnte auf mich zukommen im schlimmsten Fall. Beispielsweise jeder, der schon mal Krisen-PR gemacht hat, weiß das. Und da sind wir wieder bei den Argumentationstypen, weil genau nach solchen Strategien wählen Leute ihre Argumente aus. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass es teilweise in unserer Gesellschaft relativ eindimensional ist und das finde ich persönlich sehr schade. Wie wir also besonders eindimensional kommunizieren, wir folgen einfach diesem Fahrplan. Wir nicken und hören nicht richtig zu. Wir sagen, ah, oho, ja, klingt voll interessant und sind aber eigentlich gar nicht wirklich Teil der Debatte oder Teil der Kommunikation. Wir lassen Schlüsselworte einfach irgendwie stehen und Totschlagargumente akzeptieren wir einfach so. Ja, ich will das Logo in grün, weil das haben wir schon immer so gemacht. Klingt interessant. Und wir gehen nicht weg von, ich finde, und das ist halt meine Meinung. Und das führt dazu, dass Diskussionen unglaublich einseitig werden und unglaublich eindimensional bleiben. Das Ganze wird problematisch, wenn wir uns den öffentlichen Diskurs anschauen. Jetzt kommen wir später. Wie geht's richtig? Seid aktiv Teil einer Kommunikation und einer Konversation. Wie macht man das? Kommen wir gleich drauf. Ich habe mir mal einen Argumentationstyp rausgenommen, weil ich glaube, dass der unglaublich wichtig ist und der unglaublich prominent auch ist in der heutigen politischen Kommunikation. Wer sich genauer anschauen will, was das ist, ich werde es eh erklären, aber auf YouTube ist ein sehr schönes Video von John Oliver über Whataboutism. Im Prinzip heißt es, was ist jetzt mit und was soll das eigentlich und was ist denn über oder was hat das denn damit zu tun? Whataboutism ist eigentlich eine Gesprächstechnik, die ursprünglich aus der Sowjetunion kommt. Das ist eine Propagandatechnik. Es sorgt dafür, dass Kritik unglaublich unsachlich geäußert wird und es hat im Prinzip einfach nur den Hintergrund, dass man die Leute ablenken möchte. Genau, das ist logischer Fehlschluss und ein rhetorisches Mittel. Finden wir ganz oft bei diesem Kandidaten, auch bekannt als Leader of the Free World. Ist ja ganz nett, was er mir vorwirft, aber was ist eigentlich mit der Clinton Administration? Ich habe den Senior White House Official gefragt, warum Trump das so und so gesagt hat. Ja, ist ja ganz nett, aber was ist eigentlich mit dem linken Mob? Ich werde dann oft gefragt, ja, was sagt man denn da drauf? Jemand eine Idee? Man sagt, es geht gerade nicht um dieses Thema, was du angesprochen hast, sondern es geht gerade darum, worüber wir hier gesprochen haben. Man muss dem natürlich im Zweifel jetzt nicht eine kleben. Okay, ich sehe, da nicken Leute. Also ich glaube, das kann man dann dem eigenen moralischen Kompass überlassen. Aber wichtig ist zu wissen, wann kommt sowas auf mich zu und wann versucht mich jetzt gerade hier jemand abzulenken mit einem Thema, um das es eigentlich gar nicht geht. Und dann ist es vollkommen legitim zu sagen, du, das ist interessant und vielleicht können wir da später nochmal drüber sprechen, aber ich meinte eigentlich das da. Argumentationstypen. Das sind alles Strategien, mit denen man Leute ablenken kann von einem eigentlichen Thema, finden wir, wie gesagt, ganz oft in der politischen Kommunikation, aber zum Beispiel auch in der wirtschaftlichen Kommunikation. Warum erzähle ich das und welche Relevanz hat das jetzt im digitalen Zeitalter? Wer digital präsent ist, muss geistig fit sein. Das Leben ist unglaublich schnell geworden, besonders eben durch soziale Medien. Dementsprechend auch Unternehmenskommunikation. Die Entwicklungen sind einfach super schnell.
Mein ganzes Storytelling basiert schneller. Ich kann meine Unternehmensstrategie wesentlich schneller kommunizieren über YouTube-Kanäle, über Instagram-Stories, über Facebook etc., Twitter, was auch immer, you name it. Ich kann meine Narrative besser verbreiten. Narrative sind, für alle, die es nicht wissen, kein Problem, ich erkläre es gerne, subjektiv geprägte Geschichten, die auch nicht auf Wahrheitsgehalt abzielen, sondern eben darauf, dass ich meine eigene Wahrheit verbreiten kann. Es verbreitet sich schneller, aber auch Krisen entstehen schneller. Das heißt, ich muss in der Lage sein, schnell zu antworten. Und noch schneller, als wenn einfach nur, ich sage jetzt mal, der Spiegel über mich schreibt oder der Standard über mich schreibt. Im Internet potenziert sich diese Geschwindigkeit. Das heißt, seid argumentativ fit und seid in der Lage, darauf zu reagieren, wenn es kommt. Im günstigsten Fall kommt erst gar nicht ein Shitstorm, hin und wieder passiert es mal. Shitstorm ist auch nicht gleich Shitstorm. Nichtsdestotrotz, es ist besser, eine Gegenstrategie zu haben, als keine zu haben. Wo brauchen wir strategische Kommunikation noch? Beispielsweise in der Bildung von Unternehmensidentitäten. Da haben wir letzten Monaten einen sehr schönen Vortrag gehört. Mal hier ein Beispiel gebracht, das ist jetzt nicht aus dem digitalen Zeitalter. Aber auch das ist eine Strategie gewesen von Lucky Strike. Die kam mit dem Slogan, it's toasted. Kennt jemand von euch die Serie Mad Men? Jeder Tabak war getoastet. Was die gemacht haben, ist das darzustellen, als ob das was super Neues ist. Und das ist eine Strategie gewesen. Wir haben strategische Kommunikation bei Content Marketing, Storytelling. Ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn die Leute sagen, ja, ich mache jetzt auch Storytelling. Was genau heißt das eigentlich? Das heißt, ich entwickle eine Geschichte, mit der sich Menschen identifizieren können, mein Produkt zu konsumieren oder in mein Geschäft zu kommen. Ich kann jedem diesen Film empfehlen, das ist ein Kurz, also gibt den einfach bei YouTube, Idkarus, war damals für die Edeka-Kette sehr schönes Beispiel für Storytelling. Ist fragwürdig, ob es zum Unternehmen selbst passt, aber von der Story her muss ich sagen, sehr schön. Okay, alle Smartphones wieder weg, sehr schön. Storytelling at its best. In jeder Werbung verpacken die Helden, in jeder Werbung verpackt ist die Heldenreise. Der weiße Riese, der die Fleckenteufel besiegt, etc. oder Fleckenzwerge heißen sie, glaube ich. Und am Ende als Held der ganzen Geschichte dasteht. Storytelling. Ich habe strategische Kommunikation bei der Krisenkommunikation oder bei der Art und Weise, wie ich mit meiner Community umgehe. Sehr schönes Beispiel für Krisenkommunikation. Dr. Oetker hat die Restaurante Schokoladenpizza rausgebracht. Kommentar dazu war, hey Dr. Oetker, eure Schokopizza schmeckt nach Hurensohn. Willkommen im Internet. Die Leute reden so. Man kann das blöd finden, es ist so. Dr. Oetker, finde ich, hat sehr schön reagiert und hat gesagt, hast du dir den Finger gebissen? Ist eine Art und Weise, wie gehe ich mit einem Shitstorm um? Was sind meine persönlichen Unternehmenswerte? Und auf dieser Grundlage muss ich argumentieren und muss eine Entscheidung treffen für meine Unternehmensstrategie. Ich finde es witzig. Was nicht so witzig ist, ist dieses hier. Die Dame, es war im Jahr 2016, die Dame ist in ein Flugzeug gestiegen, hat diesen Tweet losgelassen, ist nach Afrika geflogen, bevor sie gelandet ist, war sie gefeuert. Zu Recht. Das ist für sie selber, ist der Shitstorm losgebrochen, aber auch für das Unternehmen, für das sie gearbeitet hat. Und auch da muss ich mich als Unternehmen fragen, wie gehe ich mit sowas um? Ich meine, das ist ein ganz klarer Fall. Aber meine Mitarbeiter sind auch eine Form von Unternehmenskommunikation und wie man sieht, eine, die man im Zweifel nicht steuern kann. Das heißt, es ist die Frage, welche Werte trage ich als Unternehmen mit mir mit und wie gehe ich damit um, wenn diese Werte verletzt werden von einem meiner Mitarbeiter? Wir sehen das in der politischen Kommunikation. Hat jemand diese Rede gesehen vom Strolz? Die Strategie, die er angewandt hat, ist nicht einfach nur zu sagen, Rauchen ist schädlich, wir wissen das, sondern er hat die Leute persönlich angesprochen, hat gesagt, Frau Ministerin, was ist mit Ihnen? Er hat, ich glaube, 3 oder 4 andere in diesem Parlament persönlich beim Namen angesprochen und hat gesagt, jetzt erzählt doch mal, habt ihr Cojones oder nicht? Also über die Wortwahl kann man sich natürlich streiten, aber es ist auch eine Strategie zu sagen, ja, ich pick mir die Leute einzeln raus und sorge dafür, dass die Stellung beziehen müssen. Sowas würde ich mir ehrlich gesagt mehr wünschen. Beispiel aus Deutschland. Johann, oh Gott, ich habe seinen Namen vergessen.
Nervosität, Entschuldigung. Es ging darum, dass die AfD gefordert hat, dass zum Erhalt der deutschen Sprache, also Deutsch als Amtssprache, verbindlich sein soll. Er hat seine weitere Rede auf Plattdeutsch gehalten. Es ist ein nordischer Dialekt, den man so ungefähr versteht, und hat damit mit Humor gezeigt, dass Sprache Integration bedeutet und Sprache auch verbinden kann, ausschließen kann etc., aber auch verletzen kann, wenn man sagt, nein, du gehörst nicht dazu, du darfst nicht partizipieren. Auch eine Strategie, die man verwenden kann in einer Rede. Und natürlich sämtliche alltägliche Kommunikation, ob wir das jetzt mit unserem Chef haben, mit unseren Kollegen, mit unseren Kunden, mit unserem Partner im Freundeskreis etc. Wenn wir streiten oder uns in einem Konflikt befinden, ist es immer die Frage, wie argumentiere ich? Gerade da sind das keine bewussten Vorfälle, beziehungsweise das ist nichts, was bewusst irgendwie abläuft, aber wenn man weiß, wie es funktioniert, fällt einem das immer wieder auf. Wer die Strategie kennt, der hört genauer zu. Und das ist der größte Benefit, von dem ich glaube, dass strategische Kommunikation ihn mit sich bringt. Man hört unglaublich genau hin, was sagen die Leute eigentlich. Die Journalistin Celeste Headlee hat gesagt, I have 10 rules for good conversation. My number one is listen. Ich glaube, es war Buddha oder der Dalai Lama, also bitte nagel mich nicht drauf fest, hat gesagt, wenn du sprichst, hast du deinen Mund offen. Das heißt, es ist eine Zeit, in der du nicht lernen kannst. Zuhören heißt, es ist wichtiger, manchmal auch Dinge für sich anzunehmen und darüber überrascht zu sein, was man alles lernen kann von demjenigen, der mit einem spricht, als selber den Mund aufzumachen und selber was zu sagen. Ich glaube, die durchschnittliche Wortanzahl pro Minute, die man spricht, sind 250 Wörter. Und es ist schön, wenn man redet, man ist in charge, man ist in control. Aber es ist auch unangenehm, wenn man sagt, nee, ich muss mich jetzt mal ein Stück zurücknehmen und zuhören, was sagt mir eigentlich jemand. Aber dabei kann man unglaublich viel lernen. Man lernt nicht nur darüber, wie tickt eigentlich jemand, sondern man lernt auch sehr viele Dinge für sich. Wer zuhört, antwortet auch richtig. Der nimmt am Diskurs teil und der lebt nicht an anderen Leuten vorbei. Ich habe vorhin angedeutet, ich habe immer mehr beobachtet, dass Kommunikation in unserer heutigen Gesellschaft sehr eindimensional stattfindet. Wenn wir uns an das Modell erinnern, das Sexy-Modell etc., die meisten Unterhaltungen, Diskussionen, Debatten bleiben beim Stage stehen. Da wird nicht irgendwas belegt, da wird mit irgendwelchen Buzzwords um sich geschmissen und dann heißt es ja, nimm's halt. Es wird nicht hinterfragt, ah ja, Statistik interessant, wo haben Sie denn die Zahlen her? Ich habe da in einem Artikel gelesen, cool, wo hast du den gefunden, ich würde den auch gerne mal lesen. Das führt dazu, dass wir unglaublich leicht auf Blender reinfallen. Und das wird gerade, wenn es in politische Kommunikation geht, sehr gefährlich, aber auch in die Unternehmenskommunikation. Deswegen meine drei Tipps für euch für den Heimweg. Hört genau hin, was einer sagt. Gebt euch nicht mit so Schlüsselworten zufrieden, sondern fragt da ruhig mal nach. Also man muss nicht gleich jemanden angreifen oder ähnliches, aber fragt, du erklär mir das doch mal bitte genauer, ich finde es gerade voll interessant. Hinterfragt kritisch, was ihr selber wisst. Selbst wenn ihr glaubt, ah ja, das haben wir ja schon immer so gemacht. Ja, stimmt, das haben wir schon immer so gemacht. Warum ist es eigentlich gut, dass wir das schon immer so gemacht haben? Unsere Werte ändern sich. Warum nicht auch Dinge, die wir schon immer so gemacht haben? Und dann zum dritten Punkt, entscheidet strategisch, auf welches der Argumente ihr anspringt. Man muss nicht alles beantworten, man kann auch Dinge so stehen lassen. Man muss nicht immer was sagen, man kann auch zuhören. Und dadurch kann man super viel lernen. Ich hoffe, ich habe euch heute ein bisschen was gelernt und sage Dankeschön für die Aufmerksamkeit und für die Fragen zu verfügen.